Schnelleinfädelhilfe, Overlock, drei Fahrten Overlock breit. Setzen Sie die Nadel U1 ein. Wir empfehlen folgende Einstellungen. Stichlänge 2 bis 3 Standard. Stichbreite 7,5. Stichauswahlhebel auf die Position A. Die Markierung des Obergreifer-Einstellhebel zeigt auf Ab. Der Obergreifer ist somit aktiv. Der Messereinstellhebel zeigt mit der unbeschrifteten Seite nach oben. Das Messer ist somit aktiv. Die Messerabdeckung ist aufgesteckt und der Hilfsgreifer befindet sich in der rechten Position. Schließen Sie die Kanäle des Jet-Air-Systems. Stellen Sie den Einfädel-Auswahlschalter auf L. Der Untergreiferfaden wird durch die zweite Öse von rechts an der Teleskopfadenführung und danach in die erste Führung von rechts an dem Maschinengehäuse gelegt, sodass dieser hörbar einrastet. Ziehen Sie dann ca. 40 cm Faden von der Rolle ab und geben das Fadenende ca. 1,5 cm tief in die Öffnung L des Jet-Air-Einfädelsystems und betätigen die Pumpe. Stellen Sie nun den Einfädel-Auswahlschalter auf U. Der Obergreiferfaden wird durch die mittlere Öse der Teleskopfadenführung und in die zweite Führung von rechts am Maschinengehäuse eingelegt, sodass dieser hörbar einrastet. Auch hier ziehen Sie wieder ca. 40 cm Faden von der Rolle ab und geben das Ende ca. 1,5 cm tief in die Öffnung U des Jet-Air-Einfädelsystems und betätigen die Pumpe. Den Nadelfaden führen Sie durch die linke Öse der Teleskopfadenführung und legen ihn dann in die vierte Führung von rechts am Maschinengehäuse ein, sodass auch dieser hörbar einrastet. Danach führen Sie den Faden vor die Nadel, wie hier im Bild zu sehen. Sie können den Faden nun in die Overlock-Nadel einfädeln. Die Reihenfolge des Einfädelns ist eine Empfehlung und kann nach Belieben geändert werden. Jetzt können Sie die Verriegelung der Maschine lösen und die Klappen schließen. Für einen sauberen Anfang kürzen Sie die Fäden am Fadentrennmesser auf gleiche Länge und Sie können mit Ihren Näharbeiten beginnen. Diese Naht ist für grobe webbare und locker gewebte Stoffe geeignet. Mit ihr werden zugeschnittene Stoffteile versäubert, bevor sie weiterverarbeitet werden. Man findet diese Naht an klassischen Hosen, Röcken und Vorhängen.